Ja, unser Vater war ziemlich streng, war leider nicht der beste Pädagoge und hat nicht viel Geduld mit uns Buben gehabt, wie ich schon vorher erzählt habe. Eines würde ich sagen, da mein Vater immer mit Zeitungen nach Hause gekommen ist, öfters auch zum Mittagessen, da hat meine politische Neugierde und mein Zeitungslesen, schon mit 7,5 Jahren habe ich meinem Vater zu verdanken. Aber wir haben nie so gesprochen, ich habe das so mitbekommen. Für mich war eben Herr Hitler Reichskanzler eine Zeitungsüberschrift. Am 30. Jänner, also eigentlich 31. Jänner, als das gemeldet wurde, 33, und ich war 8 Jahre und 3 Wochen alt, aber ganz deutlich. Ich habe eine sehr interessante politische Erinnerung aus dem Jahr 1936. Unser Vater kam zum Mittag nach Hause mit einem ganz ernsten Gesicht und sagte: Jetzt ist der Frieden in Europa zu Ende. Denn an diesem Tag gab es ein Attentat in Marseille gegen den jugoslawischen König Alexander, der auf Staatsbesuch mit seinem Schiff kam. Er wurde vom damaligen französischen Außenminister Barthou empfangen, der damals bekannt war anscheinend als Friedensförderer, und ein kroatischer oder serbischer Patriot hat beide in Marseille erschossen. Und das werde ich nie vergessen, der Papa kommt nach Hause und sagt: Der Frieden in Europa ist vorbei. 36. Da war ich schon 11 Jahre alt, bitte.